Madame Messieurs, ich präsentiere Burlesque, mein neues Funkelkram-Design-Team-Projekt. Und damit herzlich willkommen zurück im Elfenhain. Ja, wie man sehen kann, ist es jetzt ein bisschen anders als sonst hier. Als Roland und Jutta vor kurzem das Burlesque-Papier vorgestellt haben, war bei mir so ein, ach, Burlesque, ja. Ja, das ist ja ein schönes Thema. Kann ich mir nicht so viel unter vorstellen. Also ich habe erstmal den Film geguckt, der heißt auch Burlesque, mit Christina Aguilera und Cher, glaube ich. Und danach war ich auch mal im Thema und wusste, um was es eigentlich genau geht. Und habe mich dann halt mal rangesetzt. Und das Papier hat mich sozusagen angeschrien, Rita, Spitze, Spitze. Und wer mich kennt oder den Elfenhain ein bisschen verfolgt, weiß, also ich arbeite sehr, sehr selten mit Spitze. Das ist ja hier alles mit Spitze und auch die Farben. Bei mir ist eher so dunkel, shabby, dunkel, schön, also die andere Richtung halt. Und das ist jetzt hier unschuldiges Weiß geworden. Rosa, was auch überhaupt nicht mein Farbschema ist, überhaupt gar nicht. Ja, das kommt dabei rum, wenn man halt meint, Burlesque muss doch Spitze haben. Und ja, das ist jetzt meine Interpretation von Burlesque. Ja, ganz viel Spitze. Und ja, ich bin sowas von out of my comfort zone gewesen. Das ist ja ganz neu. Elfenhain betritt ganz neue Pfade. So, also Cover. Erstmal dieses super süße Foto, dieses Papier, mein Papier, eins von den Bildern, habe ich bis jetzt noch nicht auf noch keinen Cover gesehen. Ich fand es total zuckersüß, diesen süßen Pöter. Und er ist natürlich skandalös wie die damaligen Zeiten. Heutzutage denkt man sich auch, hey, man sieht ja gar nichts, ne? Ist ja langweilig. Aber damals skandalös, heutzutage sehr, sehr süß, also in der Spitze und so weiter. Fand ich sehr schön und vor allem zu Burlesque, hallo, was passt da besser? Ja, das hier, das Madame et Monsieur, ist von dem Booklet gleich mal als Rosette aufgenäht. Ja, ich habe auch genäht, auch das ist etwas, was ich nicht so oft tue. Da habe ich erstmal und auch mit ganz viel mit Glossy Essence von Tim Holz gearbeitet. Das gibt es auch bei Funkelkram, damit das Ganze stoßfest ist und auch ein bisschen Schimmer. Sieht man das? Ich hoffe ja. Und auch diese ganzen schönen Wörter. Da gibt es ja einen Stickerbogen. Und da sind jede Menge Wörter drauf. Hey Leute, ich muss tatsächlich teilweise Wörter googeln, weil ich nicht wusste, was ein. Wisst ihr, was ein Stoppelhopser ist? Ich wusste nicht, was ein Stoppelhopser ist. Das ist wohl ein Schimpfwort sozusagen für jemanden, der Agrarwissenschaftler heutzutage sagen, also Bauer geworden ist damals. Das war ein Stoppelhopser. Ich wusste das nicht. Na gut, also da wusste ich auf jeden Fall, was es heißt. Deswegen, also eine Augenweide. Hallo, ist ja wohl eine Augenweide. Es ist skandalös, natürlich. Herzallerliebst, verehrteste und natürlich auch spektakulär. Also bitte, was ist Burlesque mehr als spektakulär? Ja, wieder mit Siegel, das bei mir immer so ist. Wie gesagt, ich habe mit Spitze gearbeitet. Und ich habe auch die Spitze eingefärbt, die war natürlich vorher weiß. Und ich habe hier versucht, sieht man das? Weiß ich nicht, ist das eine Miederbindung? Es sind wirklich drei Teile, es ist nicht zusammengeklebt. Der Rücken ist lose sozusagen und wird nur von den Bändern gehalten. Ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Miederbindung? Ja nicht, oder? Also eine Bindung, wo das also einzeln drauf ist. Ich habe ganz viel genäht. Diese Bilder hier sind auch von dem Booklet, wollte ich sagen. Und auch da habe ich wieder mit Rusty Essent gearbeitet, dass das Ganze halt schön, wie so richtig Fotos aussieht. Und wirklich ganz viel Spitze. Ich habe auch Sari-Seide benutzt. Die Sari-Seide habe ich hier auch. Moment, aber drehen das Stück für Stück. Jede Menge Spitze, wie überall ist Spitze. Die Sari-Seite habe ich hier vorne eingefärbt. Das war vorher nur weiß. Und damit sie ein bisschen rosa Touch bekommt und auch dieses ganze Gebimsel hier unten, das habe ich aus meinem eigenen Fundus. Das ist nicht vom Funkelkram. Aber das gibt es zwischen auch bei Funkelkram sowas. Von wegen True Love und hier Schlüssel. Wo habe ich auf dem Bild? Ein paar schöne hübsche Perlen, die jetzt so farblich dazu passen, hat man ja eigentlich auch inzwischen zu Hause. Ja, jede Menge Gedöns hier, jede Menge Spitze. Also wirklich out of my comfort zone. Also sowas war überhaupt nicht mein Schema eigentlich. Ja, hier vorne sofort
Das ist jetzt hier auf Pappe geklebt und nur an den Ecken festgemacht. Deswegen kann man hier was drunter verstecken, was ich auch getan habe. Und das ist ein ganz geheimer Brief hier, den einen von den Damen bekommen hat, ein Liebesbrief. Ist das nicht eine super geile Schrift? Ich fand's schon. Also der Brief kommt von unserer lieben Tina vom Designteam, unserem Designteam. Und das hat sie mir gerade erst geschickt und jetzt habe ich gedacht, das muss gleich hier eingefügt werden und dass ich das hier so runtergeschoben, dass man das gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Es ist also ein Geheimfach. Und ja, wollen wir doch mal gleich ins Burlesque einsteigen. Also hier einfach nur eine Sari-Seiden-Schleife. Ist auch nur ein ganz klein bisschen ein Krokodil geworden, überraschenderweise. So, wo noch mal das ganze Stück hier. Okay, sind wir im Bilde? Ja, auch das ist wieder etwas, was ich bis jetzt noch nicht gearbeitet habe, nämlich mit diesen Konturlinern, was das Rest des Designteams ja schon und Jutta ja liebt und ganz viel macht. Das ist bei mir das erste Mal gewesen, dass ich das gemacht habe. Eins von den Bildern einfach so ein bisschen mehr in Szene gesetzt. Und hier ist auch gleich der erste Brief. Briefchen mit Schleife natürlich. Da habe ich mich auch echt ausgetobt. Und dann ist hier auch gleich das erste. Ja, hier sind auch schon die ersten Aufkleber drauf. Auch die gibt es dann bei dem Papier dazu. Bei dem Burlesque-Papier. Das mache ich dann gleich wieder zu, weil ich glaube, das dauert sonst alles hier viel zu lang. So. Also, willkommen im Burlesque, ne? Hier ist der alte, wunderschöne Eingang zum Theater oder ja, zum Burlesque-Theater. Genau. Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht im Bild. Ha, ich bin nicht doch. Hier ist gleich mit Siegel und mit Klettverschluss. Und dann hat man hier auch gleich die erste Tasche. So, was drin, ne? Weiß ich genau. Ja, dann auch hier diese Aufkleber sind, diese Sprüche oder diese ja, Wörter sind echt total cool. Sind hab ich über drauf geklebt. Putzmacherin ist das hier. Ja, Platz zum Schreiben. Also, ja, ich habe auch ganz viel wieder mit Randstanzeln gearbeitet. Und mit Schablonen natürlich. Unterschiedlichen Papieren und das auch sehr, sehr schön hier. Ich habe ganz fleißig natürlich gefärbt, die Papiere, und auch wieder habe ein bisschen Goldstaub drauf gestreut. Man hat es ja, ne? Das ist auch etwas von dem Booklet. Und hier Time to Glow, ne? Ist ja wohl, das passt doch wirklich auch sehr gut. Das sind diese Paper Dolls. Auch da gibt es, glaube ich, ja, das gibt es zwei Bögen, die kann man bei Funkelkram kaufen. Und auch das ist das erste Mal, dass ich mit Paper Dolls arbeite, glaube ich. Hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Macht aber einen Heidenspaß, ehrlich gesagt. Ja, Rosenpasten fand ich sehr gut da rein. Hier habe ich einfach mal den Papier nach ausgeschnitten, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ja. Ein Lotterbube, ne? Ich habe mal wieder ein bisschen Papier zerrissen. Und ganz viel Spitze eingeklebt. Erstmal, also, ja, es war auch so eine Aktion. Ich habe sie dann ja gefärbt, die war ja vorher weiß. Und danach sahen meine Finger aus, weil ich ja meinte, ah, das geht so, da brauche ich keine Handschuhe anziehen. Kinder, immer Handschuhe anziehen, wenn ihr irgendwas färbt. Vergesst es. Da, denkt gar nicht drüber nach. Einmal Handschuhe anziehen. Danach hat man dann ganz bunte Finger und die geht man gar nicht so schnell wieder sauber. Inzwischen ist es besser geworden, aber es war vorher echt, ich hatte ganz rosa Finger. Das war ganz toll. So, hier habe ich dann wieder einen Umschlag eingebaut. Mit ein bisschen Schillerpapier hier. Schimmerpapier. Auch das ist auch das, was ich nicht so oft mache, so dass etwas funkeln und schillern und glitzern darf. Also es ist auch nicht so. Hier ist ein Cluster reingekommen. Das ist das Mädel halt, wie sie auf der Straße rumläuft. Und so ist sie auf der Bühne. Ich wie ein Guckloch, ne? Ich hab's ja mit Gucklöchern. Hier habe ich wieder einen Umschlag eingebaut. Ich habe ganz was Kleines reingesteckt. Und auch hier in den Umschlag ist eine Rechnung. Ausgaben. Der Stempel, den gibt es auch bei Funkelkram. Der Rechnungsstempel von Funkelkram. Ich liebe ihn sehr. Und auch die Sticker, ach, Sticker sage ich immer. Die Stempel. Die gab es damals dazu, oder die gab es damals zu kaufen, wo sie Sherlock Holmes rausgebracht haben. Und ich fand, die passen auch sehr gut
auch hier in dieses Thema wieder rein. Diese Cluster. Hier kann man noch ein bisschen was dekorieren. Ich habe versucht, es nicht komplett durchzudekorieren. Wie jedes Mal, ne? Hier was am Stickerbogen hier. Hier. Amour, Tours, Les, Jours. Gut, also mit Französisch kann ich euch jetzt definitiv nicht dienen. Da habe ich keine Ahnung von. Und das hat sich... Oh, komm schon. Geht doch alles, ne? Auch das ist etwas von einem Booklet. Mit den schönen Motiven. Die habe ich auch teilweise auch weiß. Also Natur, die Farbe gelassen. Habe sie nicht angemalt oder so. Dann habe ich hier noch was... Ein bisschen... Eine Collage geklebt. Ja, genau. Das ist meine erste Bühne. Das ist der erste Fächer. Hier, drehen wir mal um. Und natürlich kann die Dame hier auch tanzen. Und kann sie immer von links nach rechts bewegen. Malo. Kann sie das? Das kann sie auf jeden Fall. So, das kann sie. Wenn sie die wieder aufschiebt. So. Also da gibt es ja mannigfaltig Versionen, wie man die Damen auf der Bühne tanzen lässt. Mit Magneten, mit Bändern, mit dieser Version. Also, ich habe ganz viel schon gesehen. Ich habe mich dann für diese Version entschieden. Was diese Schiebekarten, habe ich auch mal ein Tutorial zu gemacht. Und die gute Dame guckt einfach immer zu, bis sie auftreten muss. Ja, und die will ich auch wieder. Jetzt kann man einmal aufklappen. Kokett, ne? Wohlfeil. Und dann kann man noch mehr aufklappen. Hat man hier noch Platz zum Gestalten? Ja, ich bin. Doch, ich bin im Bild, doch. Das kann man hier wieder zuklappen, ne, runterklappen. Und hier habe ich einmal einen Paperclip gemacht mit diesem jungen Mann hier. Und dann kann man natürlich auch das hier noch aufklappen, weil das ist ja ein Bellyband. Ein aufgeklebtes Bellyband. Ja, mit den schönen rosa, also ich habe ein rosa Papier nochmal rosa gefärbt. Man kann, ich kann ja, ne? Und dazu hier zu diesem versteckten Schreibplatz habe ich auch ein Tutorial gemacht. Wie man ein Bellyband mit Fläche, mit extra Fläche macht, extra Schreibfläche macht. Hier ist wieder ein Aufkleber. Hier ist wieder, ne, dieses Vellumpapier, was ich dachte, das kann man auch noch selbst dekorieren. Ein kleines Cluster. Ja, hier ist ein Bühnenauftritt, ein Kostüm von der Bühne, ne, da ist der Stoff dafür. Haben es hier reingemacht. Und hier ist ein Herr, der dieser guten Dame hier durch Schlüsselloch hinterher schaut. Ne? Also er kann jetzt hier halt gucken, die gute Dame, die auf dem Sofa posiert. Und weil man das also, wie ich finde, nicht macht, ne, ist das für mich ein ganz klar, auch wenn er jetzt total ehrenhaft aussieht, aber er ist eigentlich ein Halodri. Man kann ihn ja auch zensieren, hat er hier die Gardine vor der Nase. Man sieht da nicht mehr viel von der Dame. Hier sind halt das Bühnenkostüm. Genau, Bühnenkostüm. So habe ich das bei euch. Soll ich das bei euch sagen? Dann kann man noch was einfügen. Das ist eine alte Buchseite. Hier ist die erste von diesen Broschen, die man damals dann am Kleid hatte. Ja, ich habe auch ganz viel mit Washi-Tape gearbeitet. Auch das etwas, was ich so in meinem Journal sonst nicht so für mich entdeckt hatte bislang. Hier hat man wieder etwas zum Klappen. Hat man hier und da überall was zum Klappen. Auch das sind Stempel von diesen Porträts, von den Sherlock Holmes Stempeln. Das ist einer von diesen wunderschönen Postkarten vom Burlesque. Noch viel, viel Platz noch zum selber kreieren und gestalten. Ja, das ist eine Dame, die auch darauf wartet, dass sie auf die Bühne darf. Dann habe ich eine Tasche rausgemacht und habe hier noch ein bisschen Vellum reingesteckt. Also ganz so, also unbearbeitet. Das kann man einfach ins Journal einarbeiten oder was drauf stempeln, wie man das gerne möchte. Das passt auch hier ganz gut rein, fand ich. Ja, hier ist auch wieder mit Damen, ne, orientalischer Style. Schicklich, ne? Und hier ist auch jemand am Tanzen, auch wieder ein Paper Doll. Und da habe ich diesmal keinen Aufkleber reingemacht. Die ist nur so. Und das kann man noch was ganz Geheimes hinterschreiben. Hier habe ich dann die Cluster Paperclips. Eigentlich sollten das nämlich Cluster werden damals. Und dann wurden daraus plötzlich Paperclips. Habe ich auch ein Video dafür gemacht. Also, und natürlich, weil es nicht nur einfach ein
Cluster-Paperclips werden sollte, ich habe dann noch einen kleinen Tech-Holder daraus gemacht. Also es ist ganz viel auf einmal, dieses Teil. Ein Cluster-Paperclip-Tech-Holder. So, und hier habe ich dann wieder so eine kleine Tasche gebastelt. Ihr habt ja Zeit, ne? Ein Schlüsselloch. Und ich habe dann noch richtig viel Platz zum Selbstgestalten. Das ist die Nadel, das ist die Büroklammer von dem Paperclip. Und hier ist natürlich auch noch was reingeschoben. Es braucht ja nicht Hawaii zu sein. Das ist eine Notenseite von unserer Oma. Die hat nämlich, hat die geschrieben, was hat die gespielt? Akkordeon. Ja, genau, Akkordeon hat die gespielt. Und das ist eine von den, also Originalseiten aus ihrem Notenbuch. Und ich dachte mir, da hier die Mädels ja auch zur Musik tanzen auf der Bühne, das muss ja nicht Hawaii sein, ne? Passt das doch sehr gut da rein. So, mal wieder zumachen. Und dann waren wir schon zur zweiten Signatur. Ja, genau, es sind drei Signaturen und wieder mal mit Gummiband fixiert, um die ganzen auch wieder rausnehmen zu können. Dann habe ich auch ein Paperclip gemacht, was auch ein Lesezeichen ist. Hier hat man halt den guten Mann und hier die Dame und hier ist auch mal eine Dame. Und das ist halt so eine, hier ist also eine Büroklammer eingearbeitet. Das kannst du also hier so drüber stecken oder du steckst es einfach nur so rein. Ja, auch so hält das, weil hier ist ja, ne, lieber noch. Hier ist aber nur Platz gelassen. Das kann man machen, wie man möchte und auch als Lesezeichen zu benutzen. Dann ist es halt, hier ist der gute Mann jetzt im Rahmen. Und hier ist dann die gute Dame. Die passt nämlich wunderbar mit diesen wunderschönen Liedern in den Vorhang. Ja, und hier ist natürlich einfach, so wie sie im Booklet waren, habe ich sie einfach auch beklebt als Taschen. Und dann kann man hier was rausziehen. Einen kleinen Tag. Und da was rausziehen, ein kleiner Tag. A girl shall be two things. Girls, genau, also eine Frau muss zwei Sachen sein. Classy und fabulös. Also haben, die müssen Glanz haben und fabulös. Also fabulös, ja klar. Was das ist, weiß man ja. Das ist von ein Zitat von Coco Chanel, übrigens. Ja, hier ist ja nochmal ein kleiner Tag. Und hier ist das zweite Bellyband. Das war eine andere Zuhaltbindung. Das ist ein Springensfeld, der gute Mann hier. Und das ist nochmal Platz, sich nochmal einzuschreiben, was man definitiv nicht so auf den ersten Blick sieht, dass da noch so viel Platz ist. Dann kann man das hier so wieder zumachen, wenn man es hinkriegt. Wollen wir es einfügen? Ein bisschen hier shiny, shiny Washi-Tape. Dann kann man was reinlegen, dann kann man was hinterschieben oder hier was hinterschreiben. Geheimnis. Ja, sie guckt auch sehr verrucht. Bitte folgen Sie mir. Ich werde Sie zu Ihrem Platz geleiten. Ja, und hier habe ich nochmal eine andere Technik, wie die Dame auf der Bühne tanzt. Einfach mit einem sehr dicken Papierbalken, den man auch sehr gut sieht, aber egal. Also ich denke mal, muss immer alles ganz geheim sein. Zweite Bühne. Und hier umwerben, ja, ist auch eine junge Dame, die auch wirklich nur das Allernötigste anhat, oder? Was meint ihr? Da ist nicht viel, oder? Was da noch? Skandalös! Mensch, Mensch, Mensch. Das ist für diese Zeit. Ich könnte wieder das aufklappen. Kann ich was reinschreiben? Eine Überschrift. Auch hier ist dann wieder ein bisschen Note und hier ist eine junge Dame. Eigentlich ist übrigens eine Meerjungfrau, das sieht man gar nicht, ne? Ich habe nur das Gesicht gestempelt, haha. Auch das ist auch ein Stückchen von einer Seite, die ich einfach zerrissen habe und habe ich einfach einzelne Bilder daraus entnommen. Ja, Herzen gehen immer, ne? Das ist wieder Bellum. Und hier ist auch wieder so ein sehr süßes Papier. Mit diesem süßen Röckchen hier und den Füßen und ein Fächer. Ja, dazu habe ich auch
ein Tutorial gemacht. Das ist nämlich eine versteckte Postkarte. Hier ist die Postkarte Paris. Und jetzt muss man das hier einmal hoch machen. Die Spitze. Beiden Seiten. Und dann kann man das hier wieder reinschieben. Und dann ist das Ganze nämlich ganz versteckt. Sieht keiner mehr. Das Tete-a-Tete. Aufkleber. Kann auch ein bisschen was selbst gestalten. Hier steht auch, das ist einfach nur ein Paperclip auf der Bühne, sieht man auch. Und dann kann man das einfach hier abmachen als Paperclip, woanders hin machen oder auch einfach da hier lassen. Die kleine Tänzerin, die ist auch ganz verträumt am Tanzen, die Guteste. Und wo kann man das noch sehen? Nicht möglich. Dann hat man hier nochmal Platz zum Schreiben und hier. Ne? So sahen die dann ganz, ganz damals aus, so in den 50ern, glaube ich. So, und dann mal wieder ins Bild zurück. Das ist alles so, ich weiß nicht, so feminin, so hübsch, so rosa, lila, so. Ja, also nicht sonst, was ich sonst arbeite. Das ist wieder etwas von den Booklet, eins von den Bildern, den hübschen. Hier ist ein Magnet drunter. Den hat man auch, ja. Und dann kann man das Ganze einmal aufklappen. Und ich muss wieder ins Bild wandern. So. Und hier ist unschicklich. Und dann kann man das einmal hier aufklappen. Und dann kann man einen Zipfel hier einmal aufziehen. Hat man hier einen Herrn drin. Der übrigens aussieht, wie ich finde, wie Sean Connery, oder? Der James Bond, oder? Was meint ihr? Hat eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich zumindest. Und das sieht man auf jeden Fall nicht. Und ist auch wie eine Tasche aufgebaut. Das kann man auch was reintun. Ne? Dann kann man es wieder zusammenklappen und klack. Gesichert. So. Ja, hier auch gibt es ein Tutorial zu den, warum nicht mal Tags auch mal rund gestalten. Weil ich fand, die Dinger passen da ideal rein, ne? Diese kleinen süßen Tags. Also, oder? Ich finde das witzig, mal was anderes. Und auch hier ist einfach eine alte Buchseite, die ich in der Fall dafür genutzt habe als Verlängerung. Ja. Hier ist wie ein Briefumschlag eingebaut. Haben wir hier einfach eine Seite aufgeklebt. Und hier ist eine Postkarte eingearbeitet. Das ist auch echt. Also so hat es bei mir auf dem Schminktisch nie ausgesehen, weil ich mich nicht krass großartig schminke, ehrlich gesagt. Ich bin eher natürlich. So, hier kann man noch was aufmachen. Ja, das ist etwas. Wir haben es gleich. So. Und dann kann man das einmal aufmachen hier. Und da hat man hier die beiden Liebenden, wie er schreibt, ich schicke einen Liebesbrief und sie freut sich ganz doll. Ist sie gerade am Sticken? Ja, sie ist am Sticken, ne? Ja. Das mache ich gleich wieder richtig zu. Okay, Zeit. Und hier ist auch wieder so eine Corsage-Bindung. Und ich glaube, man weiß auch, zu welchem Corsage diese Bindung so gehört, ne? Die Guteste hier, deren Dekolleté fast rausfällt. Noch eine von den Postkarten und schnell wieder verstecken hier, dass man es nicht so gut aussieht. Das ist auf jeden Fall einer. Die braucht man nicht aufmachen, weil es ist nur eine Tasche. Nur eine Tasche. Ja, hier ist wieder ein Paperclip. Ein Cluster Paperclip mit Tagholder. Ja. Mann, ich wollte doch eigentlich nur Cluster machen. Ja. So. Hier ist wieder eine Dame, die durch Schlüsselloch schaut. Oder man kann durch Schlüsselloch schauen und gucken, was die Dame da macht. Und hier ist die Dame, die ich nicht mit Stickles bearbeitet habe. Noch nicht. Vielleicht aber im nächsten Journal. Man kann ja nicht alles neu machen in diesem Journal. So, das ist jetzt die dritte Signatur. Genau, hier hat man erstmal einen Tag mit einem sehr mysteriösen Herrn. Das ist einfach hier so eine Tasche. Da kann man auch
sowas reinschieben, also auch so reinschieben. Aber ich finde, das sieht ganz gut auch so aus mal. Ja, hier sind ein paar Eintrittskarten, ne? Tickets für das Theater. Oder für das, ne? Ihr wisst schon. So, der gute Mann hier drauf aufpasst. Ja, hier habe ich hier wieder ein paar Taschen eingebaut, so extra Taschen. Da habe ich den Aufkleber drauf gemacht, der gute Mann hier, der keine Ahnung da, was der da tut. Und hier auch nochmal ein Tag drinne zum Selbstgestalten. Ich habe auch einzeln umklappt, kann man hier noch was drauf schreiben und hier noch was drauf schreiben. Ja, finde ich immer ganz schön, solche kleinen Taschen. Ja, das ist einfach nur, das ist ein Postkartenstück und da habe ich einen Paketverschluss, da kann man das Ganze nämlich dann beschreiben und wieder drauf machen. Das ist ein bisschen beweglich. Ja, bunt geziert. Also wenn die nicht bunt geziert ist, weiß ich es ja auch nicht. Noch ein paar Briefe. Und hier kann man auch was rausziehen. Da ist auch wieder jemand, der sich jetzt gerade fertig macht. Und hier. Also genau, das ist ein Zimmerchen. Was der gute Mann hier in diesem Zimmer macht, weiß ich nicht so genau. Sie macht sich auf jeden Fall fertig und ist deswegen ein extra Raum, also hinter der Tür. Und hier habe ich einfach nur das zusammengeklebt, das heißt, dass ich hier die Tasche halt habe. Ne? Ein paar Damen hier. Ja, hier ist wieder eine Postkarte eingebaut. Ich habe auch mit Oxid rumgespült und hier einfach dann als Halterung die Paper Dolls genommen. Auch ein schönes Bild hier mit der Corsage. Ein bisschen Aufkleber hier noch. An Fräulein Anneliese Meyer. Also eine von den Damen, die da tanzt. Da haben wir noch ein Restpapier gehabt. Kann man auch einkleben. Ja, hier ist dann mal ein Bellyband reingekommen aus dem Restpapier, was ich noch hatte, von dieser einen besagten Seite. Da habe ich einfach nur zusammengestückelt, draufgeklebt und noch ein paar von diesen süßen Wörtern. Ne? Also erst definitiv ein Zausel, Groschen, keine Ahnung, was ein Groschen ist. Ein Groschen? Der Groschen? Nein. Und ein Luftikus. Sieht auch wirklich aus wie ein Luftikus. Und hier ist nochmal die Dame, das Schlüsselloch auf der Postkarte diesmal. Aber das meine ich nur. Groschen. Ist wirklich der Groschen gemeint damit? Naja, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal googeln. Könnt ihr auch mal was tun. So, und hier habe ich noch eine Dame. So sieht sie auf der Straße aus, wenn sie ihre Besorgungen macht. Und zack, man kann es drehen. Und zack, so sieht sie auf der Bühne aus, wenn sie ihr Nachtprogramm durchzieht. Ein bisschen was anders, ne? Das kann man halt drehen. So eine Drehscheibe eingebaut an einem Band. Ja. Ja, hier sind Verehrer von ihr, die nachts ihr dann aus dem Publikum zujohlen, was für ein schönes Programm sie da abzieht. Ja, hier ist dann nochmal ein wunderschöner Ausblick in Paris. Und sie hat auch ganz viel mit Gold gearbeitet. Ja, das war eigentlich auch gar nicht so viel beabsichtigt, aber naja. So wie ein bisschen, das ist auch ein Aufkleber. Das erinnert mich ein bisschen an Tango tanzen hier. Ich glaube, es soll auch sowas darstellen. Ja, hier ist ein Pärchen, was sich jetzt gefunden hat. Und es sind sehr anständig. Ja, sie ist Sängerin. Also sie singt bei ihren Auftritten. Deswegen hier das Washi-Tape mit den Noten. Und hier ist der Herr, der sie auf dem Klavier begleitet. Der freut sich auch sehr, dass er das darf. Und hier ist nochmal ein... Das sind die schöne Briefe hier, so richtig abgeranzt. Sehr schön. So ein kleines Herzchen. Ja. Ja, diese Teile hier. Ja, Gott, das war auch peinlich, hoch drei. Also ich habe die jetzt umfunktioniert, um sie halt ins Journal einzubauen. Eigentlich sollten diese Damen hier, die artig und unartig, sollten eigentlich werden, warte mal, das ist hier ganz hohe Kunst, ich sag euch, ja, das habe ich jetzt selber gemalt. Das sieht ganz schrecklich aus. Okay.
Und wenn man das dreht, zack, hat man ein anderes Gesicht. Und wenn man das jetzt sich jetzt vorstellt, ne, von wegen Auenartig und Artig, wäre voll cool gewesen. Nur habe ich das zweimal versaut und es hat nicht funktioniert. Und ich meine, bevor ich jetzt das dritte Mal versaue, gucke ich mir das mal bei Gelegenheit an und in Ruhe an und erstmal machen wir es dann später. Also, das werde ich auf jeden Fall nochmal als Tutorial machen, aber das war, ich war ein bisschen gefrustet. Ja, aber bevor ich die jetzt aber wegwerfe, weil ich hatte die jetzt ja schon so bearbeitet, um das halt da reinzubauen, habe ich jetzt einfach was anderes rausgebastelt, weil wir sind ja Journaler, ne? Wir lernen aus unseren Fehlern und ärgern uns dann später drüber. Also habe ich einmal hier, ne, einen versteckten Tag daraus gemacht hier. Hallo, geh sie bitte mal da rein. So, geht doch alles. Einmal so und das gleiche hier auf der Seite nur dann halt unten den unten rausgezogen. So, wir müssen es wieder so gerade reinschieben. Gut, also das war mir einfach zu schade, um die wegzuschmeißen, weil ich, ne, unartig und artig, das wäre so witzig gewesen. Du drehst es dann und dann hast du artig und unartig. Hey. Weil das sieht ja wirklich so aus, die hier so halbnackt und sie ganz, ganz edel hier mit ihren Sonnenschirmchen. Ja, gut. Also, das, wie gesagt, das kommt noch irgendwann, wenn ich mal das System, das Prinzip verstanden habe. Weil beim ersten Mal, was habe ich hier einen Testlauf gemacht, da ging das ganz wunderbar. Da kaum lief die Kamera und ich habe da richtig schöne Bilder für genommen, sofort. Können wir das einfügen? Hier ist dann noch etwas aus dem Booklet. Ein Herr hier. Der hat ein Techtelmechtel mit dieser Dame hier. Warte mal, das muss man ein bisschen anders halten, dass man vernünftig sieht. Das ist nämlich eine Pop-up-Karte. Tada! Hier poppt dann die Dame auf, die hier auf der Bühne steht, im Scheinwerferlicht. Und hinten hinter die Vorhänge, mit den, ja, die Vorhänge, genau. Der Vorhang, so. Und the show must go on. Und ja, das kann man hier zumachen. Bin ich ein Schiebebild. Ja, das muss auf jeden Fall auch eine Pop-Art-Karte da rein, weil hey, das schreit er danach schon fast. Ja, hier habe ich einfach und das Washi-Tape, das hier gepinnt, geklebt. Und capriös kann man hier noch was einkleben, wenn man möchte. Oder was einfügen oder was reinschreiben. Ja, die Dame, die sich hier auf dem Sofa regelt. Auch da ist noch Platz drunter. Ja, hier ist dann wieder jemand. Ich hatte so viele runde Sachen ausgestanzt, weil ich hatte ja die runden Tagholder gemacht. Hatte aber irgendwie einen Denkfehler, weil ich dachte, ich brauche zweimal diese runden Tags, aber brauche ich nur einmal und deswegen, beziehungsweise dreimal, genau, einen halbiert man ja. Und deswegen habe ich irgendwie einen viel zu viel Text gehabt. Und das so, okay, brauchen wir die anders ein. Ist nochmal eine Hupfdohle, nein, eine frivole Dame. Ist nochmal ein bisschen Notenpapier. Ja, und das auch hier ist auch ein halt dieses Problem mit dem Papier. Wie ging das nochmal? Ja, genau, man kann es einfach nur aufschieben hier. Hat man hier Platz zum was ganz Geheimes reinschreiben, welche Pins oder sowas. Dann kann man es wieder zurückschieben und sieht kein Mensch mehr. Wenn es dann wieder reingeht. So, wisst ihr? Sieht keiner mehr. Und der grinst sich auch einen zurecht hier. So, das ist noch die letzte Karte hier. Die Burlesque-Dame. Ist auch eins von den meistbenutzten Titelbildern, glaube ich, Coverbildern. Ist auch wirklich ein schönes Bild, wie sie da hinter dem Vorhang herguckt. Sehr schön. Ja, das ist übrigens das ist eine elastische Spitze hier, ne? Und das war ein von einer, was war das? Radlerhose. Ich trage Radlerhosen unter Röcken, weil ich zu dicke Oberschenkel habe. Na, egal. Anderes Thema. Jedenfalls war es eine alte Hose. Und das ist das Band, halt Spitzenband am Bein. Das habe ich halt abgeschnitten, weil ich die Hose in die Mülltonne gesteckt habe. Und da kam das jetzt hier zur Geltung, weil ich auch dachte, okay. Das ist sozusagen also ein Schrumpfband, könnte man sagen. Es ist ja so Oberschenkelhöhe, wie bei der Dame. Ja. Ah, das ist ein Team, ne? Braucht doch hier keiner wissen. So, jetzt habe ich das letzte, also das war jetzt die letzte Signatur. Jetzt haben wir hier noch einen Folder. So, die habe ich hier.
gesichert mit einem Cluster, Paperclip, Tagholder. Hier kann man wieder was rausziehen. Atemberaubend, natürlich. Hallo. Wenn da was verrutscht, ist es sehr atemberaubend. Und hier ist natürlich auch das Siegel, mein Elfenhain. Das ist also ein Original-Elfenhain-Journal. Dann kann man das hier einmal aufklappen. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt bei diesem wunderschönen Journal sehr viel Kurzweil, deswegen steht das hier. Dann habe ich hier noch, ja, das ist übrigens die letzte. Die habe ich zusammengeklebt. Ja, das war übrigens die letzte von meinen Versuchskarten, die ich da mit dem Drehen und so weiter, die habe ich nur zusammengeklebt. Das ist jetzt einfach nur ein Tag geworden, nicht Tagholder geworden. Und hier noch eine Karte, eine Eintrittskarte. Und hier sind ja noch ein paar Restpapiere reingekommen, die man noch verarbeiten kann, wenn man möchte. Und hier ein kleiner Paperclip hier, die ich noch nicht verarbeitet habe, hatte. So ein junger Mann. Und noch eine Bäckerin, wie auch immer sie da reingehört. Aber naja, gut, die haben ja auch irgendwelche Berufe noch nebenbei, ne? So. Und weil ich das natürlich, es war auch wieder so ein Fail. Ich habe das hier eingenäht, hier den ganzen Stoff. Und habe das hier aufgeklebt, den Rückstoff. Die Rückseite. Und damit dann den Tag, den nicht Tagholder, den Folder eingeklebt. Und dachte nur, wäre cool, wenn man es irgendwie festmachen könnte, ne? Dass es nicht hin und her flappt hier dauernd. Und so kam dann dieses hier, dass ich jetzt hier so ein extra Stückchen draufgeklebt habe von dem Papier, von dem Restpapier, was hier reingekommen ist. Und dahinter klemme ich dann die Büroklammer, dass das Ganze halt dadurch festgehalten wird. Weil hier ging es ja nicht mehr, weil hier habe ich es ja festgeklebt. Also Kinders, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, irgendwas schon zu Ende gebastelt habt, was ihr dann hinterher anders haben braucht, müsst dann einfach sowas basteln zum Beispiel. Einfach nur ein Stück hier draufkleben, um halt eine Lasche zu haben, wo ihr es hinterschieben könnt. Das ist gar nicht so schwer. Leute meinen immer, dass ich immer so gut bastel, immer so perfekt bastel. Ja, nee. Hier. Nee. Nee. So, und dann habe ich hier noch jemand reingeklebt, reingelegt. Ne? Ein Pärchen. Dann kann man es auch einmal aufklappen hier. Wir haben es gleich geschafft, Kinders. So, und dann haben wir hier noch eine Postkarte mit ganz viel Schreibfläche. Also einfach habe ich jetzt einfach eine Seite dahinter geklebt, draufgeklebt, angeklebt. Und habe ich auch nichts mehr dran gemacht. Da kann man sich jetzt noch richtig schön austoben. Ist aus wie ein Brief. Ne? Und hier ist auch noch mal etwas reintergekommen. Und auch hier ist wieder etwas Geheimeres. Ein Briefumschlag. Und auch das ist wieder ein ganz geheimer Brief. Ja, ich ganz... Das ist so mein Style, so was ich gerne mache, so abgeranzte Briefe. Die ist dann halt, das ist auch einer der Stempel von Bunkelkram, das sieht aus wie ein alter Briefschreiber hier. Das ist das Foto von dem Herrn, der das geschrieben hat. Yeah. So dran gemacht mit einer Büroklammer, dass sie das nicht vergisst, mit Siegel und so weiter. Und ja, die wollen nämlich das Theater verlassen und die wollen dann sich treffen und ja, das ist ein ganz geheimer Brief. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, den zu basteln. So, Kiddas. Ich freue mich, alles gleich später zu. Und dann halt kommt der Paperclip halt jetzt hier in diese Halterung und damit ist das hier auch alles zu und bleibt auch zu und kann man es auch ein bisschen hier schön machen. Und dann auch erst später. Gott. So, das war Burlesque im Funkel, vom Funkelkram im Elfenhain. So, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig viel Spaß dabei, bei meinen ganzen Pleiten, Pech und Pannen zu gucken. Es war ganz anders, als ich sonst immer bastel. Ganz andere Farben, ganz anderer Style, würde ich jetzt fast sagen. Ja, das ist wunderschöne Journal ist übrigens noch zu verkaufen, noch zu haben. Wer es haben möchte, es ist so käuflich, darf mir gerne eine Mail schreiben. Ich verlinke euch die E-Mail-Adresse wie immer in der Infobox. Ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, Däumchen hoch gerne sehr freuen. Und natürlich dürft ihr auch sehr, sehr gerne, wer es noch nicht getan hat, mich abonnieren. Dann verpasst ihr mich nichts mehr im Elfenhain. Wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr definitiv nichts mehr im Elfenhain.
Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Kurzweil mit diesem Journal hier, dicken Wälzer. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, weil das war ein ganz anderer Pfad, auf den ich mich bewegt habe. Und dann will ich sagen, bastelt euch was Schönes, es ist Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.